Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute gibt es meine Taktiken plus mein neues Team, mein allererstes Team in FIFA 22. Ihr habt ja hoffentlich das letzte Video gesehen, ich hatte ordentlich Packluck und dementsprechend habe ich auch ein krasses Team. Welches seht ihr gleich. Wenn ihr solche Taktik-Videos feiert, dann lasst mich wissen. Lasst einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare irgendein Wort rein. Schreibt Hase rein, schreibt Hund, schreibt irgendwas rein, schreibt Schildkröte. So, ich habe eine neue Methode. Ich zeige euch jetzt nach und nach jeden Spieler. Im Tor haben wir Mondi. Guck mal, ich habe schon 67 Spiele. Ich bin, by the way, in Division 2 schon in Rivals. Es ist jetzt Dienstag, 19.13 Uhr, wo ich das Video aufnehme. Und im Tor Mondi, für mich super Keeper, groß, perfekt. Allgemein Torhüter dieses Jahr sowieso. Ihr könnt einen Bronze-Keeper hinstellen, der ist krass. So, Rechtsverteidiger Walker. Guck mal hier, First Owner, super, solide. Ich würde gern Hakimi zocken, aber schwer den einzubauen. Beziehungsweise dann hätte halt einer nicht Fullcam. Van Dijk? Ich habe leider einen Fehler gemacht. Ich habe ja Van Dijk gezogen. Ja, das geht irgendwie. Oh, Big! Let's go, Digga! Let's go! Hab den dann direkt verkauft, sodass das hier jetzt leider kein First Owner ist. Aber trotzdem Van Dijk, ich würde sagen, Top 3 Verteidiger. Top 3 IVs im Game. Maran, habe ich leider nicht gezogen. super, mit Van Dijk, super Kombi. Macht er nicht falsch. Maran gefühlt eh jedes Jahr krass. Mondi, super. Macht seinen Job gut. Gut Pace. Wirklich bin ich sehr zufrieden. Dann Bruno Fernandes, First Owner. Ja, war mein erster Walker in FIFA 22 an der Stelle. Schritt verkaufen gefällt. Auch wenn der hochgehen wird, aber. Oh! Hat jemand was gesagt? Erster Walkout in FIFA? Bruno. Ich dachte Ronaldo. Ich sag euch so, ich dachte Ronaldo. Krass, wirklich. Ich mache mit dem viele Time-Finish-Finals. Gehen oft rein. Super. Nein. Okay. First Owner Ronaldo. Super. Ihr müsst mal jetzt auf meine Statistiken, also die Statistik angucken von meinen 4 Offensivspielern. Das ist krass. Das ist krass. Und die meisten Games sind gegen Pros, dadurch, dass ich halt schon in einer hohen Division bin. Und jetzt kommt für mich der beste Spieler im Team. Jetzt abgesehen davon, halt wer die Tore macht, so, ne? Aber so im Allgemeinen der beste Spieler für mich im Team, Saviera. Ich habe den 3-4 Tage lang beobachtet, so vom Preis her. War dumm. Ich hätte den für 3-3 mal einkaufen können und habe es nicht gemacht. Dachte, der geht wieder ein bisschen runter. Aber habe ihn jetzt am Ende für 3-8 bekommen. Ich glaube, der ist mittlerweile, wir können mal ganz kurz nachschauen. Der ist mittlerweile bei 4,1 und der wird noch hochgehen, der wird noch 4,5 oder so hochgehen, sage ich euch. Ja, und nochmal zu Vera, also wirklich, der ist so krass, der hat einfach Real Talk, der hat 3 Beine, der Typ ist kein Spaß, der ist echt geisteskrank. Dann Messi, ihr seht, ich habe versucht, immer frische Spieler zu holen. Hier, 2, ich bin der Zweitbesitzer, mäßig der Erste, wo ihn zockt. So, Messi, super. Weiß nicht, wie lange der super sein wird. Aktuell, solange die Finesse noch gehen, Time Finish, super. Aber jetzt mal abwarten, wenn dann der Patch und so kommt. Aber solange es noch funktioniert, ausnutzen. Dann Mbappé für mich mit Ronaldo der Beste und mit Messi. Und dann haben wir links noch Neymar für mich. Keine Frage, Neymar krass. Aber ich fand den die letzten Jahre krasser. Also ich finde, der ist von meinen 4 Offensives jetzt der schlechteste in Anführungszeichen. Ne? Also nicht falsch verstehen. Hier seht ihr jetzt nochmal das komplette Team. Sieht, ich sag euch, ey, sieht richtig nice aus. Sieht richtig geil aus, so. Ich finde, man muss, es muss immer was haben, wenn dein Team so auf den ersten Blick so, wow. So, sieht geil aus mit Vera und so hier. Hat schon was, safe, hat was. Okay, dann habe ich hier halt noch auf der Bank, habe ich noch Martial. Dembélé habe ich mir als einzigen geholt, als Sub, plus Renato. Und Pogba ist mehr oder weniger eigentlich ein Investment. Genauso wie, ja gut, Adama und Martial habe ich gezogen, aber... Adama wird verkauft, Martial wird verkauft und Pogba wird verkauft. Das heißt, ich habe als Sub Dembélé plus Renato. Eventuell hole ich mir noch einen Offensiven. Muss ich mal gucken, wenn man sich dann auch als Sub holen kann. Da kommt ihr jetzt ins Spiel. Schreibt unten in die Kommentare rein, wen ich als Super Sub nutzen könnte. 100k Budget, sagen wir mal so. Ne? Schreibt es unten in die Kommentare rein. Okay, und dann kommen wir jetzt zu den Taktiken. Ich zeige euch jetzt 2 von 4 Taktiken. Wenn ihr einen zweiten Teil sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da und lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare rein. Aber kein Stress. Ich gucke hier, by the way, Ajax gegen Besiktas an. 1-0, 33 Minuten. Erstmal 4-2-2-2. Für mich, wie gesagt, ich bin aktuell Division 2. Gegen viele Pros schon gewonnen. Auch natürlich auch verloren ab und zu, klar. Aber
viele auch gegen gute, namhafte gewonnen. Habt immer mit der Formation nur gespielt. Wie ihr eure Spieler positioniert, kommt drauf an. Ich überlege eventuell, ob ich Neymar mal den Sturm stelle mit Mbappé tausche, aber aktuell habe ich bisher immer nur so gezockt. Und hier sind meine Taktiken. Ich sage euch ehrlich, gar nicht hier zu viel rumstellen. Ist nicht das Wahre. Also einfach ungefähr ein Mittelmaß. Gut, einzig was ich bei mir habe, ist vorne direkte Pässe, weil ich finde, das ist dies sehr gut. Also wenn ihr direkte Pässe macht, viel schneller spielen und so. Doppelpässe, aber sonst eigentlich alles ungefähr Standard. Macht euch am besten einen Screenshot einfach davon. So, Anweisung. Bei meinen beiden Zehner, ja, dankeschön, Fortnite aktualisiert, werde ich jetzt auf jeden Fall gleich spielen. Messi plus Neymar, also eure beiden Zehner, Defensive verstärken, mehr nicht. Stürmer, gar nichts. Beiden Sechser hinten bleiben, bloß Mitte abdecken. Die chillen sowieso nicht die ganze Zeit hinten. So, guck mal, ich sag ja vorhin, habe ich gesagt, Bruno macht ab und zu Finesse-Schüsse. Von dem her, so, die chillen nicht die ganze Zeit hinten. Dann Außenverteidiger habe ich beide hinten bleiben bei Angriff. Eher hinten ein bisschen sicherer stehen. Aber fällt nicht so krass auf irgendwie, dass die nur hinten chillen. Okay, und dann habe ich noch als zweite Formation, zwischen den zwei Formats switche ich meistens immer, habe ich 4-4-2. Ist im Endeffekt eigentlich das gleiche wie 4-2-2-2, nur ein bisschen breit halt, ne, mit den Außenspielern. Ist halt aktuell echt sehr, sehr gut für wegen den Finesse-Schüssen und so. Da braucht ihr auf jeden Fall Außenspieler. Taktik, seht ihr hier, ist ein bisschen mehr rumgebastelt. Wie gesagt, ein bisschen mehr rumgebastelt hier, aber im Endeffekt auch sehr vieles auf ausgeglichen, ungefähr Mittelmaß, ne. Anweisung, sage ich euch so, hinten bleiben bei Angriffen, Mitte abdecken bei beiden Achtern in dem Fall jetzt. Plus, was hier der Unterschied ist, habe ich bei meinen Außenverteidigern normale Angriff. Mäßig, ich sage euch so, ich mache die ab und zu rein, wenn ich sehe, so 60. Minute steht 2-1 für den Gegner. Da mache ich in Anführungszeichen die offensivere Formation rein. Also es geht halt nur um die Außenverteidiger mäßig, weil die halt nicht hinten bleiben bei der Formation und ich halt ein bisschen breiter bin. Aber trotz allem, wie gesagt, bei euren Außen hier definitiv verstärken. Okay, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, wie gesagt, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Und ihr könnt auch gerne mal noch in die Kommentare reinschreiben zu eurem Roman, was ihr eh schon reinschreibt. Wie ihr mein Team findet, das würde mich mal interessieren. Wie findet ihr mein Team? Und in dem Sinne, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Ich habe, kleiner Spoiler, ich habe eine Serie geplant, kann man so sagen. Aber mal noch abwarten. Und das wird ehrlich krass, so die Serie, sage ich euch ehrlich. So, das hat was mit Gameplay zu tun und mit anderen Personen. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Ich wünsche euch was. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.